Rate dir nur, nicht zu hohe Erwartungen in den Menschen zu setzen, die du nicht gut kennst. Vor allem nicht den Markus. Vielleicht hat er einfach nur Angst vor seiner eigenen Courage bekommen. Bärbel, jetzt mach mal langsam. Ja. Vielleicht ist Markus aber auch nur ein eingebildeter Feigling und ich sollte ihn ordentlich in den Hintern treten, wenn er plötzlich wieder vor mir steht. Freust du dich, mich zu sehen? Hi, Bärbel. Ich kann ja verstehen, dass du mir das Messer jetzt am liebsten ins Herz stoßen würdest. Allerdings. Aber bevor du mir den Todesstoß gibst, musst du mir unbedingt doch einen Wunsch erfüllen. Warum sollte ich? Das ist so üblich. Ich sollte dich geradewegs zum Teufel jagen. Richtig, aber vorher habe ich noch einen Wunsch frei. Und der wäre? Ich muss dich unbedingt noch mal küssen. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Aber sagen Sie, wo es... Ach nee. Der Herr Markus. In Lebensgröße. Guten Tag, Herr Behringer. Mit Ihnen hat ja hier nun wirklich niemand mehr gerechnet. Unverhofft kommt oft. Ja, da kann ich Ihnen ja nun auch endlich Ihre Personalunterlagen zurückgeben. Ach, das eilt gar nicht so. Ich will Sie aber endlich los sein. Die liegen mir schon die ganze Zeit hier im Weg herum. Oh, die lagen. Ich verstehe das nicht. Ich weiß ganz genau, dass Ihre Mappe hier lag. Kein Problem, ich komme gerne wieder vorbei. Das ist nicht nötig. Ich schicke Ihnen die Unterlagen zu. Sie können den Papierkram auch Bärbel mitgeben. Ich koche nämlich heute Abend bei ihr. Bis heute Abend. Das wäre eine unangenehme Überraschung. Was willst du denn hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Lass mich vorbei. Was willst du? Ich will Ariane einen kleinen Krankenbesuch machen. Das halte ich für keine gute Idee. Warum? Sie ist immer noch meine Arbeitgeberin. Aber Ariane will ich nicht sehen, niemand will ich hier sehen. Ich finde das so gemein. Du sahnst hier ab, machst eine Familie und was ist mit mir? Ja, wie es aussieht, hast du im Moment ganz schlechte Karten. Ich denke, wir sind ein Team. Das sind wir doch auch. Ja, dann tu was für mich. Du feierst hier im Frühjahr mit Bianca Hochzeit und was ist mit mir? Ich bin total weg vom Fenster. Heul doch ein bisschen. Sei dir mal nicht so sicher, Pascal. Es kann auch alles schief gehen, auch mit Bianca. Das wohl kaum. Du hast es doch bis jetzt noch nicht mal geschafft, mit dir zu schlafen, Schlammschwanz. Meinst du? Wieso? Hast du? Schon möglich. Und jetzt, wenn du weiterkommen willst, hau ab. Soll ich uns schnell was zu essen machen? Ich habe noch eine Pizza im Tiefkühlfach. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Danke. Ja. Und vielleicht was trinken? Muss nicht sein, danke. Aber setzen können wir uns doch, oder? Oder spricht auch was dagegen? Ja, ich meine, nein. Sie wollten mich doch was fragen. Was haben Sie gerade über mich erzählt? Ich habe ihr erzählt, dass Sie ein sehr netter und aufmerksamer junger Mann sind, der sich um meine Blumen kümmert und ab und zu für mich einkaufen geht. Mehr nicht. Das klang bei Katja alles irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr von Ihnen geschwärmt. Ich habe ihr erzählt, dass wir zusammen Scrabble spielen ab und zu. Das haben Sie gerade erzählt?
habe ihr erzählt, dass wir es spielen, nicht wie. Sven. Ich wusste nicht, dass Sie mir schon so vertraut sind. Ja, man weiß so vieles nicht. Sie haben da ein Loch? Wo? Na da, da ist eine Naht aufgeplatzt. Aha. Hallo, Kathi. Hi. Suchst du was Bestimmtes? Gestern stand hier doch nur eine halbvolle Flasche Whisky, oder irre ich mich da? Ah, ich glaube, du irrst dich. Den Whisky hast du schon vor ein paar Tagen leer gemacht. Mist. Ich hab mir so gern Cocktail gemixt. Zu essen ist auch nichts mehr da. Ich habe schon zu Abend gegessen. Ja, aber ich nicht. Es war heute gut drauf. Ist doch kein Wunder, wenn man so total abgeschoben wird. Naja, daran bist du nicht ganz schuldlos, oder? Ja, vielen Dank. Hau du auch noch rein in die Kerbe. Willst du auch? Nee, danach ist mir nicht. Wenn du wüsstest, wonach mir ist. Sag mal, du und Pascal, habt ihr endlich mal wieder miteinander? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Na, habt ihr oder habt ihr nicht? Ist das so wichtig? Wichtig nicht. Aber interessant. Mir kannst du es doch sagen. Ich habe euch schließlich schon mal dabei gesehen. Bei dem einen Mal ist es auch geblieben. Ehrlich? Ja. Und wie lange willst du dir noch Zeit lassen? Ich werde bis zu meiner Hochzeitsnacht warten. Und wie romantisch. Also im Frühjahr. Ach, daran ist doch überhaupt nicht zu denken, wenn sich Ariane und Alexander wirklich trennen. Wie trennen? Ariane will die Scheidung. Ach nee. Ich glaube, sie meint es ernst. Und wieso erfahre ich sowas immer erst als Letzte? Ich habe es auch erst gerade im Netz erfahren. Sei mir nicht böse, Bianca, aber ich muss immer unbedingt weg. Tschüss. Hübsch. Ist ja noch nicht fertig. Trotzdem. Du gibst dir so viel Mühe, das finde ich sehr liebenswert. Mehr kann ich zurzeit für unser Baby ja nicht tun. Du erwartest hoffentlich nicht von mir, dass ich gleich morgen anfange und ein Schaukelpferd baue. Quatsch. Du und ein Schaukelpferd bauen? Hey. Dein Vertrauen in meine handwerklichen Fähigkeiten scheint ja nicht besonders groß zu sein. Ich sage nur Holz hacken. Weißt du noch, wie du versucht hast, Holz zu hacken, als wir in der Waldhütte waren? Ich erinnere mich bloß nicht daran. Ich erinnere mich aber gern daran. Ja, ich auch. Oliver, ich habe eine Bitte. Ja? Könntest du mich morgen zum Anwalt begleiten? Das wäre mir sehr lieb. Ja, natürlich. Obwohl es mir nicht leicht fällt. Ja, auch nicht. Es muss sein. Ich verstehe deinen Entschluss und ich respektiere ihn. Aber es macht mich sehr traurig, wenn ihr euch trennt. Was vorbei ist, ist vorbei. Was jetzt noch kommt, ist reine Formsache. Aber ich weiß, dass es nicht leicht wird. Ich helfe dir. Ich muss arbeiten. Das
musst du doch immer. Ja, aber ich habe heute wirklich keine Zeit. Du siehst ja, wie es hier aussieht. Ich wollte dich auch gar nicht stören. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Das hast du ja jetzt gesehen. Vor allem hatte ich solche Sehnsucht nach dir. Kathi, begreif doch... Ich habe gehört, dass Ariane sich von dir trennen will. Und daran bist du schuld. Ich? Aber ich wohl nicht ganz allein. Ja. Wenn sie uns nicht erwischt hätte, wäre das nicht passiert. Alexander, da habe ich wohl einiges wieder gut zu machen. Nicht Kathi. Lass das. Du sollst nur wissen, dass ich jederzeit für dich da bin. Und auch wenn Ariane dich jetzt verlässt, ich werde immer bei dir bleiben. Hör auf! Ich bin immer noch mit Ariane verheiratet und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe weiterarbeiten. Bleibst du denn? Du wolltest schon längst wieder da sein. Bitte melde dich doch. Ich mache mir doch Sorgen. Hallo, Eddie. Entschuldige, ich habe auch nur eine ganz kurze Frage. Hat Heiko schon das Auto wieder zurückgebracht? Und er hat sich auch gar nicht zwischendurch gemeldet? Danke. Ach, Eddie, könntest du mich vielleicht anrufen, wenn er sich meldet? Okay. Tschüss. Meinst du nicht, dass es vielleicht noch eine winzige Hoffnung gibt, dass deine Eltern sich wieder versöhnen? Das wäre schön. Aber ich glaube kaum noch dran. Du musst dran glauben. Entschuldige, aber es macht mich ganz traurig, wenn ich dabei zusehen muss, wie meine neue Familie auseinanderbricht. Mich macht das auch traurig. Dann verstehe ich aber nicht, wieso du so ohne weiteres eingewilligt hast, Ariane zum Scheidungsanwalt zu begleiten. Wenn meine Mutter meine Hilfe braucht, dann werde ich sie ihr nicht verweigern. Sollst du ja auch nicht, aber es wäre vielleicht noch wichtiger, alles zu tun, um ihre Ehe zu retten. Judith, ich kann die Ehe meiner Eltern nicht retten. Nein, das kannst du nicht. Aber ich kann mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass hier bald nichts mehr so sein wird, wie es war. Ich glaube, ich gehe schon ins Bett. Du bist mir doch nicht böse, oder? Nein. Geh schon vor. Ich komme gleich nach. Du bist ein Schatz. Gesehen und da... Das wolltest du doch holen, oder? Auf Nimmerwiedersehen. Du hast ganz recht, mich so eiskalt abzuservieren. Ich hab's nicht besser verdient. Nein. Du wirst mir ja doch nicht glauben, wenn ich dir sage, dass ich seit 2 Stunden um den Block renne, weil ich mich nicht traue, hier zu klingeln. Stimmt. Das glaube ich dir nicht. Das ist aber die Wahrheit. Und warum? Warum traust du dich nicht? Ich hab mich geschämt, weil ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe.